So, Dalle, in der bösen, bösen Höhle sind wir immer noch, wo wir das letzte Mal die gute Spinnenkönigin doch mit Bravour zu Fall gebracht haben. Und der Gefahrenanzeiger ist auf jeden Fall an. Welchen Weg gehen wir denn jetzt? Ich finde Rot schöner. Ich will nicht hoffen, dass wir hier jetzt irgendwie eine Spinne haben. Wir müssen uns natürlich, wir sollten uns eigentlich mal umgucken. Na, seht ihr? So, und wie kriege ich die jetzt zu mir? Gar nicht, ne? Können wir nicht irgendwie auf uns aufmerksam machen, dass wir hier sind? Dann können wir nämlich noch zurücklaufen. Naja, egal, komm. Ja, das war ja klar. So, eine Spinne kommt von rechts, eine Spinne kommt von vorne. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal einen Schritt zurück. Sehr gut. Die Spinne wird im nächsten... Wird das nächste Mal im Nahkampf sein? Wir könnten sie jetzt im Fernangriff. Die kommt nächste Runde in den Nahkampf. Okay, dann. Attacke. Fernangriff, Fernangriff und... Erdmagie. 23 bis 38. Oh, das ist... Jo, das Umschlingen macht schon mehr Schaden als Eis, ne? Auch wenn... Ja, die Angriffsversuche vermindert werden. Aber wir werden den Eisstrahl auf jeden Fall drinnen behalten. Also umschlingen. Sehr schön. Und Feuer. Die Spinne brennt gerne. So, jetzt zu dir. Zerschmettern. Und angreifen. Boah, ist das heftig. Umschlingen. Widerstanden. Haben die Spinnen... War das der Zufall oder haben die Spinnen ein... Oh, ich ahne Böses. Komm, Feuer. Jawohl. Oh, die haben zwei Angriffe. Ganz vergessen. Komm, zerschmettern. Ja, and stay down. Angreifen. Sehr gut. Nochmal umschlingen. Sehr gut. Immerhin, den Kampf haben wir gemeistert. Ich gehe mal eben Bestarium, die Riesenspinne. Tatsache, wir haben jetzt, alle Werte sind jetzt sichtbar. Ein Widerstand gegen Erdmagie. Ja, Halleluja. Ja, müssen wir aufpassen. Links oder rechts? Mana sieht noch relativ gut aus. Oh, da haben wir eine Truhe, ich sehe es. Boah, das sieht aber auch richtig gut aus, ne? Das ist so ein richtig schöner alter Dungeon Crawler. Crawler zumindest. Gefällt mir. Gib mir mal die Truhe hier. Ja, genau. Ein Stammesstab unbekannt. Oh ja, alles plündern. Vielen, vielen Dank dafür. Oh ja, ich glaube auch, dass das sehr mächtig ist. Oh, ja, okay, ja. Wir machen uns bereit. Wir haben noch genug Mana. Lebensenergie sieht so und so top aus. Oh, noch eine Truhe. Mach auf. Einen Eisenhelm, Gold gegen Gifte, ein Augapfelamulett. Der zweite. Aber der hat keine Werte. Das finde ich merkwürdig. So, dann wollen wir doch mal eben gucken. Und zwar, genau. Eisenhelm. Ja, hier, Sankura. Ja, ein Amulett ohne Wirkung. Amulett ohne Wirkung. Zwei besondere Sachen, wo wir keine Ahnung von haben. Ein Vitalitätselixier steigert die Vitalität nach dem Verzehr dauerhaft um 1. Wo kommt Sankura? Der wird unser Tank. Der wird am meisten aushalten. Das wird bestimmt nicht der letzte Trank gewesen sein. Der hat jetzt 85 Lebenskraft. Oh, 85, ja. 85, 95. Ja, 64 und 61. Ja, wir hätten den vielleicht doch lieber Marcelina gegeben. So, haben wir eine Schnellspeicheroption? Haben wir. Schnellspeichern. Sehr schön. So, schön umgucken. Hallo Fledermäuschen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nee, geh mal einen zurück. Wir gehen mal hier lang. Oh, noch ein Fass. Ja, bitte. Ah, du Mistvieh. Ja, mach dir keine Sorgen, du kriegst direkt mal ein Gegengift, weil ich möchte nicht, dass wir hier zu viel Schaden erleiden. So, zerschmettern. Nein, angreifen. Verdammter Mist, Feuer. So. Oha, die Spinne hat kritisch getroffen. Du Mistvieh, spotten. Angriff. Jawohl. Und da liegt sie schon am Boden. Wir könnten eigentlich rasten. Wir haben noch fünfmal Verpflegung dabei, in dem Sinne Proviant. Warum denn nicht? Komm. So, ist die Gruppe nämlich wieder voll? Die Spinne stinkt auch anscheinend nach 8 Stunden noch ein bisschen rum. Bläh. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Ich gehe mal davon aus, dass wir hier, genauso wie in uralten schönen RPGs, auch ganz schnell... Oh, da ist eine Truhe. An unsere Grenzen stoßen. Wo sind wir denn hier? Ja, aktualisiert Schmugglergewölbe. Ach, wie cool.
Das sieht ja mal richtig stylisch aus. Kann ich da jetzt auf Schiff oder so? Oh, was schon denn da? Hm, ein kleiner Wasserdrache oder wie? Ich will da auf Schiff. Lass mich... Geht nicht? Ne, es geht anscheinend nicht. Aber wir können an die Truhe. Ma... Hm. Also irgendwie etwas riecht hier streng. Wer hat vergessen, ein Bad zu nehmen? Magier-Sandalen unbekannt. Und ich glaube... In der Tat. Ich glaube, wir haben damit Feinde angelockt jetzt. Wir sind aber noch nicht im Kampf, ne? Nee, es ist nicht rot. Ah, verdammt, wenn ich jetzt wüsste, wie wir die zu uns locken können. Das war halt jetzt ein Versuch wert mit der himmlischen Rüstung, aber nee, wir müssen einen Schritt nach vorne gehen, ne? Great. I needed to hit something. Ja, du brauchst etwas zum Draufhauen. Mach mal doch. Zerschmettern, angreifen. Wir machen dennoch Eisstrahl und Feuer. Jawolle. And stay down, ja. So, komm ran, Spinne. Ach, das war jetzt blöd, ne? Ach nee, war es überhaupt gar nicht. Warte mal, verteidigen? Ach, wer sagt's denn? So einfach geht es. Schießen, schießen und Eis und Feuer. Tschüss. Ja. So, das klappt ja richtig gut. Gefällt mir. So, was haben wir hier noch Schönes? Oh, ich ahne Böses. Boah, sieht das gut aus. Oh, oh. Oh, nein. Aua. Oh, das sind drei Stück. Oha. Das ist nicht gut. Moment mal. Also, ich habe auch im Handbuch gelesen, man sollte es vermeiden, flankiert zu werden, was wir hier gerade in dem Augenblick werden. Oder im schlimmsten Fall sogar von hinten angegriffen zu werden. Aber hinter uns steht keiner. Was macht die Spinne? Können sich zwei Spinnen nebeneinander stellen? Nee, ne? Ich glaube, wir kümmern uns erstmal hier um die Spinne hier. Deswegen zerschmettern, Angriff und Eis und Feuer. Jawohl. Ah, verdammt. Zwei Spinnen nebeneinander. Ich glaub's ja nicht. Okay, komm. Dürfen wir die anwählen? Riesenspinne, Riesenspinne. Tatsache. Zerschmettern. Angreifen. Nein, sie hat doppelt verfehlt. Umschlingen. Und Windstoß. Da ist die Spinne jetzt da hinten. Das gefällt mir gut. So, zerschmettern. Jawohl, angreifen. Boah, der hat sogar richtig böse gesessen. Dann Eis und wir haben kein Mana. Mana-Trank. Ja, komm. Boah, zum Glück verfehlt. Und noch einmal. Angriff, Angriff, Angriff. Nein, sie geht nicht kaputt. Das ist schlecht. Und Feuer. Ah, verdammt. Ja, ich weiß, meine Gute, ich weiß. Ein mittlerer Lebenstrank. Oh, das ist schon ein guter, ne? Okay, dann nimm erstmal ein Gegengift, weil ich möchte nicht, dass du uns hier umkippst. Sie hat ja selbstverständlich keinen Mana mehr. Sie nimmt erstmal hier einen Heiltrank und du klopfst jetzt hier die Spinne um, will ich hoffen. Jawohl. Und Jasna die andere. Sehr gut. So, ja. Ja, können wir uns hochheilen unterwegs. Ach so. Ja, nun gut, okay. Das hat jetzt vielleicht nicht so viel gebracht, aber noch geht es ja. Oh, der Paladin. Wie viel Mana hast du? 51 gegenüber? Oh, deutlich, deutlich mehr. Na gut. Oh, wieder ein Fass, ne? Ich ahne ja Böses. Egal, wir gehen dran. Ja, wer will? Da ist ein Fass mit einer dunkelroten Flüssigkeit. Sehr schön, das war ja gegen Feuer. Yes! Oh, nee, das war es nicht. Sankura hat einen Macht. Oh nein, das war kein pulsierendes Fass. Das, ja, man sollte nicht voreilig handeln, wie ihr seht. Aber okay, ein Macht auf Sankura ist ja auch nicht verkehrt. Oh, what is that? Bitte was? Was soll hier sein? Bis auf die Truhe, meine Gute. Erstmal gucken wir hier rein. Wir haben wieder einen Eisenhelm plus einen Rüstungswert. Das finde ich super. Da plündern wir alles und dann gehen wir hier weg. Wer will? Hier scheint es einen zugemauerten Gang zu geben. Wer möchte einen Durchbruch versuchen? Zur Auswahl der Gruppen... Ja, ach, deswegen hat die sich gemeldet oder was? Warte mal, Moment. Nee, die sagt das nur einmal. Ist das so ein versteckter Zugang hier?
Also, wir müssen einen Durchbruchversuch machen. Warum denn nicht? Sankura. Sankura hat es nicht geschafft, den Gang zu öffnen. Jetzt hat er sogar echt noch Schaden erlitten. Okay, dann bitte einmal die Jasna. Vielleicht ist die ja stärker als Sankura. Ja, Jasna hat es geschafft. Genial. Oh nein. Keine gute Idee. Ach so, eine Spinne. Ja, komm. Schießen, schießen. Ja, komm, mach mal Heilung. Ja, bitteschön. Und, ja, verteidigen. Kannst eh nichts machen. Oh, die ist ja weit entfernt. Schießen, schießen, verteidigen, Feuerball. Jawolle. Ja, komm schon, Spielelein. Na, ich wollte gerade sagen, bist du hier bei uns angekommen, bist du hinüber. Oh, das sieht aber nicht mehr gut aus. Wir, ja, oh. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob wir. Nee, Gefahrenanzeiger ist leer gewesen. Oha, wen haben wir denn hier? Erstmal das Wichtigste, wir kriegen hier, oh, eine improvisierte Armbrust, wieder ein Augapfelamulett und Gold. Sehr schön, Dankeschön. Powerful, ja. Interagieren. Ihr erhaltet eine herausgerissene Seite aus einem Tagebuch. Kann ich die anklicken? Ja, Tatsache, hier ist sie nämlich. Ja, die Seite scheint irgendwo herausgerissen worden zu sein. Nicht leicht in dieser abgelegenen Gegend ganz neu anzufangen. Zum Glück stammen die Einwohner hier aus ganz Talan und sind daher nicht so bigott wie in weiten Teilen des Imperiums. Und daher auch nicht überrascht, einen Zauberer bei sich zu sehen. So, ein Zauberer war das hier, ja? Vielleicht finde ich hier in der Abgeschiedenheit, die ich für meine Forschung brauche. Ach so, vielleicht finde ich hier die Abgeschiedenheit. Ja, der braucht anscheinend ein bisschen Ruhe. Der 17. Tag der Sonnenblüte. Was haben wir denn gerade? Den 3. Tag der Sonnenblüte. Oh, das war wohl ein anderes Zeitalter. Das Schiff mit den Kisten wird mit der Abendflut eintreffen. Endlich werde ich wieder mit meinen Kleinen vereint sein. Es hat mir fast das Herz gebrochen, als ich Al-Bethül verlassen und sie zurücklassen musste. Nein, der meint nicht die Spinnen, oder? Zum Glück habe ich ja noch ein paar Freunde im Kult. Ich hoffe, sie haben nicht vergessen, sie vor der Reise ausreichend zu füttern. Oh ja, herrlich. Das ist sehr schön. Das ist richtig gut. Das sind also die Kisten mit den Spinneneiern drin, ja? Schade, dass man da nicht ein bisschen näher rangehen kann. Ja, er hat sie anscheinend vergessen zu füttern. Sorpegal am Meer betreten. Oh, sind wir fertig? Das sieht mir ganz danach aus. Wir müssen natürlich aufpassen nach den Geheimnissen. Aber wir werden da jetzt mal hindurchschreiten, denn wir haben anscheinend unser erstes kleines Dungeon gemeistert. Möchte man jetzt mal behaupten. Wir haben uns tapfer geschlagen, hat eigentlich sehr gut funktioniert. Die Gruppe ist, ich finde, wirklich stark. Wirklich stark. Also, dass wir die Spinnen da so umhauen können und wir haben genau die Schmugglertruhe haben wir erhalten. Wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Spinnennest betreten? Ach, wir sind wieder in der Stadt. War hier unten nicht das verlassene Haus? Eieiei. Okay, gut. Oh, komm schon. Aus dem Brunnen trinken brauchen wir nicht. Wir sind voll regeneriert. Hätten wir auch gar nicht rasten müssten. Aber nun gut. Wie geht es jetzt weiter? Wir werden auf jeden Fall erstmal ins gute Gasthaus gehen. Und dort nehme ich die Dienste von unserem guten Oscar. Ne? Mal annehmen. Denn der gute Oscar bietet uns einmal an, dass wir Proviant kaufen können, damit wir öfter rasten können. Den Proviant für 30 Gold auf 6 aufstocken. Ich bitte drum. Und rasten müssen wir ja nicht. Das haben wir draußen schon getan. Vielen, vielen Dank. Jessat, wir haben erst einen Eintrag, ne? Und zwar über die Spinne und die Spinnenkönigin. Ja, okay, die sieht halt nun mal ein bisschen dunkler aus, aber hat wahrscheinlich dieselben Werte wie die Riesenspinne. Ich weiß es nicht genau. Alle Feinde zeigen. Es gibt 8 Seiten. Wirklich? Ach du meine Güte. Okay. So, sehr schön. Da wir das erledigt haben, geht es erstmal darum, wir wollen nochmal eben ins Inventar gehen. Wir haben Sachen dabei, die nicht identifiziert sind. Ja, das wissen wir. Und darum müssen wir uns auch kümmern. Ich will mal gerade ein bisschen Ordnung hier reinbringen. Hier haben wir wieder einen Ring. Mit dem können wir nichts machen, ne? Außer verkaufen. Und einen Eisenhelm. Eine Kopfbedeckung mit Rüstungswert 1. Jasna, du bist unsere Klingtänzerin. Nimm mal hier den Helm. Hast du immer einen Rüstungswert von 1?
Das vermindert doch jetzt nicht deinen Angriffswert, ne? Wo ist der denn eigentlich? Kampf? So, Schwerthand, ja. Schwerthand 60. Definiert die Fähigkeit, das Ziel mit einer einhändigen Nahkampfwaffe in der Schwerthand zu treffen. Das ist unser Angriffswert, 60. Wenn wir den jetzt ausziehen, sind wir auch bei 60. Okay, wir kriegen keinen Abzug. Nicht, dass das schon als leichte Rüstung oder so gilt. Das heißt, wir müssen Tränke kaufen. Müssen wir so und so, und dort können wir auch, meine ich, direkt unsere Sachen, ja, entdecken lassen, identifizieren lassen. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Deswegen gehen wir hier mal gut, ne? Mal eben schnell rein zu der guten Johara. So, und zwar die Ausrüstung bestimmen. 50 Gold will sie haben. Aber nun gut. Bling, bling, bling. Unsere ersten schönen blauen Gegenstände. Ich freue mich. Und dann würde ich sehr gerne noch nicht mit dir handeln. Das machen wir gleich. Erstmal wollen wir gucken, ob wir vielleicht irgendwas davon nicht gebrauchen können. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen stürmischen Stammesstab des Hartgesottenen. Benötigt mindestens die Stufe Experte in der Fähigkeit magischen Foki. Plus 3 Schaden Luft. Plus 2 Stufen in der Fähigkeit Ausdauer. Wahnsinn. Boah, das heißt, wir müssen den magischen Foki nach oben treiben. Okay, was haben wir noch? Magiersandalen. Widerstand gegen Dunkelmagie fügt einem Angreifer bei jedem erfolgreichen Nahkampfangriff 3 Dunkelschaden zu. Ja, Magiersandalen. Hier, Celina, Magiersandalen. Ne? Bekommst du jetzt einfach mal. Was haben wir hier Schönes? Zeig mir her. Die schicke, schicke Armbrust. Warum sehe ich die Armbrust nicht? Ja. Ich sehe leider gerade keinen Tooltip mehr. Oder zumindest den Tooltip der Armbrust nicht. Zur Zeit angelegt. Hallo, die Armbrust ist kein Helm, mein Guter. Ja. Ja, wie ihr seht, den einen oder anderen Fehler gibt es anscheinend noch. Da müssen wir vielleicht nachher mal das Spiel neu starten. Auf jeden Fall dürfen wir die Armbrust tragen. Und da sie blau ist, denke ich mal, ist sie stärker als dieses Modell hier, was wir hatten. Aber kommen wir mal hier zu der Kopfbedeckung. Widerstand gegen Luftmagie und plus 2 Stufen in der Fertigkeit Feuermagie. Celina, bitte. Danke. So, und jetzt können wir nämlich verkaufen und einkaufen. So, das heißt, wir gehen nochmal zu der guten Johara rein und, ja, wir möchten verkaufen. Klick, klick. Achso, mit Rechtsklick. Kann ich das auch rüberziehen? Ja, okay. Rechtsklick ist eine gute Variante. Alles verkaufen. Wir werden den Stammesstab aufheben, aber es ist mir auf jeden Fall wichtig, wir haben 2366 Gold. Wir haben 8 Gegengifttränke. Oh, die Mana-Tränke, die werden wir verbrauchen. Deswegen werde ich hier direkt einfach mal 10 Tränke kaufen. Ja. Heiltrank haben wir überhaupt gar keinen benutzt bis dato, ne? Ja. Klarheitstrank. Hilft gegen Verwirrung, Gegengift, Stärkungstrank. Ich will hoffen, dass wir da draußen in der Welt nicht direkt klitzeklein gehauen werden. Ah, das Gegengift. Ich meine, wir haben 8 Stück. Wenn Not am Mann ist, dann könnten wir ja nochmal zurückkommen in die Stadt und kaufen, ne? Ja. Dann heben wir nämlich jetzt dieses hart gewonnene Abenteuergeld auf und werden dadurch noch ein paar Zauber lernen. Ja. Darauf habe ich nämlich wiederum extrem Lust. Ja, machen wir auch sofort. Warum denn nicht? Wir dürfen so und so nicht raus aus der Stadt. Noch nicht, ne? Wir müssen in die Garnison, genau. Wir müssen uns mit Maximus unterhalten. Deswegen gehen wir direkt mal eben kurz in die Arkane Bibliothek. Zauber lernen. Celina. Ja, was brauchst du denn? Der Funkenflug, Fackelschein, ja, was ich viel wichtiger finde, ist Vesna. Vesna, du benutzt bitte oder lernst einmal die Giftheilung. Jawohl, dann braucht man nämlich schon keine Giftheilungstränke mehr. Ja, weckt das anvisierte schlafende Gruppenmitglied auf. Das sind alles so ultra wichtige Zauber, ne? Die Widerstände und so. Oioioioi, ich hoffe, wir verdienen genug Geld. Und Celina... Du lernst auf jeden Fall einmal den Funkenflug, weil es ein AOE-Schaden ist, also ein Flächenschaden. Und flüsternde Schatten, ne, war das mit den Geheimnissen. Ihr spürt das Vorhandensein eines Geheimnisses auf. Ja, das will ich dabei haben.
Und Mana-Schwall finde ich auch nicht schlecht. Was war das denn? Ist da Primärmagie? Das ist Primärmagie. Ah, da will ich eigentlich nicht, dass die Celina das lernt, sondern unsere Druiden. Das hier ist auch schon Primärmagie, ne? Die Zeitstase. Nee, Primärmagie wirst du nicht erlernen. Dann vielleicht das was anderes. Ich meine, Fackelschein könnten wir mitnehmen. Verbessert die Sicht in der Dunkelheit. Das klingt sehr gut. Und wenn wir mal auf jemanden treffen, der wirklich, wirklich böse ist, könnten wir hier alle Gruppenmitglieder erhalten. Ein Widerstand von +3 auf alle Magieschulen. Das finde ich jetzt nicht gerade viel. Dagegen so etwas wie +8 auf Feuermagie. Falls wir dann mal, ich sag jetzt mal, ein Feuerelementar haben oder was weiß ich, was da aus dem Feuer so hervorgeschossen kommt, ist das schon viel, viel besser. Aber gut, wir heben uns unsere letzten Krümel auf. Ich meine, gut, 466 Gold ist nicht gerade ein Krümelchen. Und werden damit jetzt, wo werden wir hingehen? Wir müssen zu Zale, ne? Die Schmugglertruhe abgeben. Ja, dann werden wir auf jeden Fall uns einmal, erst Zale, dann Garnison widmen. So soll es sein. Und dann machen wir gleich weiter.